und warum bin ich die Nummer eins geworden? Ich bin mit einem Thema gekommen, was die Branche im Moment dramatisch bewegt, nämlich das Thema, wie nutzen wir die UWG-Novelle, die uns ja alle daran gehindert hat, im Outbound-Geschäft weiter zu wachsen. Und wir mussten nun schauen, wie wir das Geschäft quasi in den Inbound-Kanal verlagern und aus dem Inbound-Kanal einen Vertriebskanal zu machen. Das haben wir geschafft mit einem revolutionären Trainingsprogramm. Und das alleine ist natürlich nicht alles. Man muss die Mitarbeiter gewinnen, man muss Leidenschaft entwickeln, auch beim Team. Das haben wir gemacht, indem wir neue Funktionen geschaffen haben, Wettbewerbe geschaffen haben. Wir haben die Mitarbeiter mit eingebunden und wir haben wirklich einen dramatischen Mindchange hinbekommen. Und nur durch den Erfolg, dass wir es eben wirklich, sag ich mal, in einem Lifecycle gemacht haben, haben wir alle auf der ganzen Front mitbewegt und mitgenommen. Am Ende profitieren alle. Zunächst profitiert unser Auftraggeber, danach natürlich auch der Kunde, der Auftraggeber und am Ende auch wir. Also eine Win-Win-Situation für alle. Der OBN-TV berichtet demnächst live von Messen und Events. Wäre das ein Thema für Sie? Klar, für sowas bin ich immer offen. Super. Dann haben wir noch die persönliche Botschaft an die 1,5 Millionen Leser der Oxford Business News. Tja, was soll ich sagen? Yes, we can. SNT, part of your business. Vielen Dank, weiterhin viel Erfolg. Danke.